So, wir kommen zurück zu einer neuen Folge Meet the VIP hier auf Rocktops Let's Play. Und ich habe den Michael Obermeier jetzt an der anderen Leitung. Hallo Michael. Servus, danke für die Einladung. Bitte, bitte. Und wir fangen gleich mal an. Und kannst du mir schnell ein bisschen was über dich erzählen? Ja, ich bin der Michael Obermeier, bin 27 Jahre alt und arbeite beim IDG Verlag für GameStar und GamePro im Content Management, also dem Online-Team. Und habe abgesehen davon zusammen mit drei Kollegen, Schrägstrich Freunden, noch den Let's Play-Kanal GameTube. Und da machen wir auch so Videospiel-Quatsch. Ja, und weil wir jetzt gerade schon bei GameTube sind, wie habt ihr euch damals eigentlich gegründet? Das ist ein bisschen aus der Arbeit für GameStar entstanden. Wir hatten irgendwie 2011 oder so, ich glaube, es war 2011 noch, auf dem GameStar-Kanal angefangen, so experimentell Let's Plays zu machen. Nur mal zu gucken, wie wir das so hinkriegen. Und es kam einerseits ganz gut an, andererseits ein bisschen schlecht an, weil die Abonnenten des GameStar-Kanals natürlich keine Let's Plays erstmal sehen wollten, sondern die wollten ihre Testvideos oder ihre Vorschauvideos und das, was sie halt so von der Marke gewöhnt waren. Und wir hatten zu der Zeit die Let's Plays auch so nach Feierabend gemacht. Also weil wir halt gerade Bock drauf hatten. Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, das geht so nicht weiter, weil einerseits machen wir es natürlich in unserer Freizeit und das ist ja dann irgendwie für die Arbeit und das ist irgendwie blöd und wir können es dann auch nicht in dem Umfang machen, dass die Leute zufrieden sind. Also wir konnten damals zum Beispiel keine Spiele durchspielen, sondern wir haben halt immer nur so, ich, eine Stunde oder 2 Stunden mal in so ein Spiel reingespielt. Und dann, wenn den Leuten das gefallen hat, waren da 2 Stunden einfach Sense und das fanden die halt dann blöd. Und dann haben wir ich glaube, es war Ende Februar letzten Jahres unseren eigenen Kanal aufgemacht, GameTube. Und da war maßgeblich der Martin Lee, der Ideengeber, das zu machen und zusammen mit dem Daniel Veit und Christian Schneider. Ja, und mir und Martin haben wir dann eben diesen Kanal gestartet und machen seitdem nach Feierabend unseren Privat-Let's Play-Blödsinn auf GameTube. Ja, wart ihr von Anfang an 4 Leute oder seid ihr sogar noch mehr eventuell, weil so ein Riesenkanal ist ja extrem viel Arbeit. Das ist viel Arbeit, wir sind aber tatsächlich nur 4 Leute, also wie gesagt, der Martin, Daniel, Christian und ich. Wir hatten am Anfang, also als wir beim GameStar-Kanal Let's Plays gemacht haben, war René, der inzwischen unser Chef bei der GameStar ist, war am Anfang noch bei den Let's Plays mit dabei. Der ist aber bei GameTube nicht involviert. Also hatte nur bei GameStars bei den Let's Plays mitgemacht. Ja, und so sind wir halt jetzt. Wir haben ab und zu Gäste. Also hier, der Fabian Siegesmund war schon mal irgendwie Gast. Die Maxi Gräf von High Five und GamePro war schon mal Gast. Petra Schmitz war schon mal Gast. Der Marco Giesel war schon mal Gast. Also wir haben ab und zu, so für kurze Let's Plays oder ein paar Folgen oder so, haben wir durchaus auch Gäste, aber sonst sind es eigentlich nur die 4 Leute, die fest da sind. Ja, es ist eine ganz lustige Runde. Wo nehmt denn ihr meistens auf? Also habt ihr ein eigenes Studio oder ist das eher in so Privaträumen? Wenn wir lächerlich viel Kohle hätten, würden wir uns ein eigenes Studio, also ein total übertriebenes Studio, wahrscheinlich in einem Zeppelin oder sowas kaufen, aber so weit ist es noch nicht. Wir haben halt am Anfang, als wir noch bei der GameStar die Let's Plays gemacht haben, halt immer im Büro aufgenommen mit so einem total zusammengestöpselten Set aus uraltem Graffel, was nicht richtig funktioniert hat. Und irgendwann haben wir dann bei mir in der Wohnung, weil ich in der glücklichen Position bin, ich war vorher in einer WG gewohnt und der Mitbewohner ist mit seiner Freundin zusammengezogen. Und ich hatte quasi einen Raum dann in der Wohnung leer stehen und dann haben wir da halt jetzt so eine Art Spielzimmer. Also hier steht auch mein Spiele-PC und so drin und haben jetzt Stühle reingestellt und Konsolen und Aufnahmezeug und Mikrofone und so Kram. Und da hatten wir dann eben die ersten Let's Plays so gemacht, aber inzwischen ist es so, dass wir eigentlich sowohl beim Daniel, beim Martin und beim Fritz auch so Aufnahmegerätschaften rangeschafft haben. Eigentlich können wir halt bei allen Vieren so aufnehmen. Und je nachdem, was wir halt spielen, nehmen wir halt woanders auf. Ja, eben weil du jetzt schon bei Geräte und Spielen warst, kauft ihr euch das alles selber oder ist das teilweise auch von der IDG? Also ganz am Anfang, als wir das noch, wie gesagt, für den Verlag gemacht haben, war das natürlich irgendwie geliehenes Zeug vom Verlag und haben wir relativ bald, also die ganze Einrichtung, die jetzt bei mir hier im Raum steht, haben wir uns damals schon alles selbst gekauft. Und die Spiele kaufen wir eigentlich den Großteil auch selbst. Es kommt ganz selten vor, dass wir mal irgendwie eine Vorabversion von irgendwas nicht kaufen müssen, sondern vom Publisher geschickt bekommen. Aber das ist wirklich die totale Ausnahme. In der Regel müssen wir das Zeug halt auch für Vollpreis kaufen. Aber mein Gott,
Dann kauft man halt mal ein Spiel. Ist ja für einen guten Ja, Zweck. eben. Kannst du dir nicht selber den Erfolg von GameCube erklären, weil ihr habt ja jetzt wirklich schon massig Abonnenten. Es steht, glaube ich, kurz vor den 100.000, oder? Wir sind jetzt bei, nee, wir sind ja schon weit drüber. Wir sind bei fast 180.000. Also, ich kann es mir ehrlich gesagt, also zum einen freut es mich, dass die Leute sich scheinbar davon unterhalten fühlen und das total gerne gucken, aber es ist unglaublich. Also, was wir an Zuschriften kriegen, was wir an Feedback kriegen, so, das ist einfach der Wahnsinn. Ich kenne das halt nicht so, da so viele Fans zu haben, die halt so leidenschaftlich mit sowas mitgehen. Wir kriegen teilweise Pakete mit selbstgebackenem Zeug drin und selbstgebastelten Sachen und es ist einfach der absolute Wahnsinn und ich habe das nicht kommen sehen. Ich kann es mir auch irgendwo nicht so recht erklären, aber es ist ein schönes Gefühl. Das glaube ich. Ja, wie oft nehmt ihr so in der Woche auf oder? Das schwankt, also je nachdem, was wir an Projekten gerade laufen haben. In stressigen Wochen treffen wir uns halt, also jeder irgendwie drei Abende. Das ist aber dann schon echt so die Obergrenze. In der Regel halt meistens zwei Abende die Woche. Und also wir nehmen in der Regel ein Spiel für eine Woche oder so auf. Also dann spielt man halt in einem Abend mindestens 8 Episoden oder 7 oder 8 Episoden runter. Und dann hast du halt wieder ein bisschen Material für eine Woche und eine Woche später triffst du dich dann wieder. Und je nachdem, wie halt der manchmal klappen Sachen nicht anders, dann fällt mal vielleicht was aus, weil einer aus anderen Gründen nicht zu einer Aufnahmesession Zeit hat oder oh, wie oft wir technischen Ärger haben, dass irgendein Spielstand kaputt ist oder sich hinterher herausstellt, dass die 20 Folgen von irgendwas, die wir in so einer Marathon-Session aufgenommen haben, halt alle kaputt sind oder so. Das passiert durchaus auch, aber in der Regel sind es 2 bis höchstens 3 Abende die Woche. Da kann ich euch beruhigen, das passiert mir auch hin und wieder, dass mal irgendwas technisch nicht hinhaut. Ja, und bei euch ist es ja recht schwierig, ihr nehmt ihr immer zu zweit auf. Ihr seid immer zwei Leute, die aufnehmen. Genau, ja. Das war die ursprüngliche Idee war so, es sollte, wenn man unsere Let's Plays anschaut, so ein bisschen diese Atmosphäre rüberkommen. Du Zuschauer sitzt mit uns zusammen auf der Couch und wir spielen da was. Und das sollte nie so ein, wir sind jetzt der Erzähler, der mehr oder weniger dieses Spiel präsentieren soll oder so, sondern es war eher halt, man sitzt mit Kumpels auf der Couch und die reagieren dann irgendwie auf dieses Spiel und manchmal ist es vielleicht witzig, manchmal lacht man darüber, was der für einen Quatsch macht, manchmal lacht man darüber, wie sich jemand halt erschreckend total einscheißt. Und das war so die ursprüngliche Idee, dass wir eben zu zweit da das immer machen. Und das haben wir bis auf wenige Ausnahmen. Also ich glaube, Dota 2, was der Martin alleine spielt, weil er da mehr Ruhe hat, ist das, glaube ich, so bei allen Let's Plays durchgezogen worden bei uns. Und wer schneidet eure Let's Plays? Also wer von euch vier? Wir machen das alle. Das ist immer, wir bestimmen immer einen, der ist halt der Arsch für das Projekt, der muss das Zeug halt dann schneiden. Das wechselt aber auch manchmal. Also ich, zum Beispiel jetzt aktuell spielen wir Lego City, das mache jetzt alles ich. Also die Lego Let's Plays schneide ich dann zusammen. Es ist meistens halt so eine Logistikfrage. Wenn wir jetzt sowieso schon bei mir das Zeug aufnehmen und der Fritz, der mitspielt, nur zu Besuch ist, wäre es halt ein Schmarrn, die ganzen Dateien dann irgendwo hinzukopieren, ihm mitzugeben, da muss er das irgendwo anders an seinem Rechner zusammenbauen, sondern wenn wir es halt gerade schon bei mir haben, dann schneide ich es halt dann auch fertig und lade das hoch. Also wir wechseln uns da durchaus ab. Es ist nicht so, dass da einer irgendwie alles macht. Gut, und wie seid ihr auf den Namen GameTube gekommen? Das ist eine kompliziertere Geschichte. Also wir hatten ja erstmal die Idee, wir machen überhaupt einen Let's Play-Kanal und dann hieß es irgendwie, macht euch mal Gedanken über Namen. Und ich neige bei sowas immer dazu, mir viel zu viel Gedanken zu machen. Also dann immer das total fiese Wortspiel noch einzubauen, was nur die letzten Insider checken und dann hier nochmal irgendwie einen Scherz mit in den Namen einbauen, dass es halt bloß nicht irgendwie zu offensichtlich ist. Und ich glaube, der Name GameTube, der kommt von einer Freundin vom Daniel, der Angie, die damals diesen Vorschlag hatte, nenn's doch einfach GameTube, dann weiß jeder, was gemeint ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe den Namen am Anfang total blöd gefunden. Weil es mir eben nicht zu so verkopft war, sondern es war halt so offensichtlich. Es ist halt Spiele und YouTube und Video und dann schreibt man halt GameTube. Aber es ist halt auch in seiner Simplizität so genial, weil man halt sofort weiß, worum es geht. Und das soll der Name eigentlich auch irgendwie rüberbringen. Genau, und ich habe auch eine endlose Liste an blöden Namen, die wir nicht genommen haben.
Wir können ja mal ein bisschen weitersprechen. Ich versuche die in der Zwischenzeit auf meinem Telefon auszugraben. Vielleicht fällt mir danach, kann ich danach noch ein paar dumme Namensvorschläge Okay. vorlesen. Ja, ich sehe jetzt gerade, ihr habt zum Beispiel auf einem Lego City Undercover Video 13.849 Aufrufe. Das sind sicher auch jede Menge Kommentare. Schafft ihr es überhaupt noch, jedes Kommentar zu lesen oder überfliegt ihr die nur oder lässt ihr das ganz sein?